Grüßt euch und herzlich willkommen hier bei eurem Ultimate Aussie. Und ja, wir sind schon bei Teil 4 unseres Pack Openings Road to FIFA 14. Und heute ist Montag, der 9.9. Und das heißt, heute wird Eden Hazard verlost. Ja, gestern kam schon Sergio Aguero dran. Und wir werden jetzt gleich nebenbei natürlich unser Pack Opening mal wieder starten. 10 Packs werden gezogen. Und wir hoffen natürlich wieder auf Gewinne. Wir haben insgesamt 283.000 Münzen. Und im ersten Pack ist eine Team-Fitness-Karte und Revers, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Wurde gestern schon die Verlosung von Sergio Aguero bekannt gegeben. Ihr habt Zeit bis Mittwoch, weil zwei, drei Leute gefragt haben, möchte ich es nochmal hier in dem Video erwähnen. Die Gewinnspiele werden aufgelöst und zwar am Mittwoch, dem 11.9. Und dazu wird es ein extra Video geben und ich werde dann die Gewinner natürlich auch anschreiben per YouTube. Ja, was noch zu sagen wäre, ist, ihr könnt gerne weiter unten wieder eine Mannschaftsfitnesskarte und Huddlestone. Ihr könnt bitte weiter in die Kommentare schreiben, eure Meinungen. Zurzeit sind nicht so viele Teilnehmer dabei. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil, ja, ich denke, für euch ist es auch eine gute Sache, einfach mal vielleicht das Glück zu haben, irgendwas zu gewinnen. Und ja, genau. So, und da sind wir jetzt schon bei Pack Nummer 3. Genau, und da wir jetzt ja wieder mal Zeit haben, wie lange das dauern wird, keine Ahnung. Ich denke 7-8 Minuten. Haben wir schon wieder Manchester heim. Zweimal hintereinander. Ja, auf jeden Fall möchte ich noch ein bisschen was zu erzählen, wie es nicht weitergehen soll mit dem Kanal, sondern allgemein, wie es bei mir weitergeht. Also ich habe jetzt fange jetzt am 1.10. mit dem Studium an. Es ist noch nicht klar, ob ich bei mir in Chemnitz bleibe und dort Sportprävention, Rehabilitation und Fitnesssport studieren werde oder ob ich doch nach Leipzig oder Jena gehe. Da gab es leider noch keine Zusage oder Absage, eine richtige, und dort Lehramt auf Sport Sozialkunde studiere. Ja, des Weiteren, wir sind gerade in der Liga, stehen auf Platz 10 in der Tabelle. Also für alle, die es nicht wissen, ich spiele in der Landesliga Sachsen Fußball, sind letztes Jahr leider von der Oberliga abgestiegen und haben jetzt unsere Truppe richtig verjüngt. Und damit stehen wir jetzt leider auch als Absteiger erstmal auf Platz 10. Wir müssen uns natürlich erst finden. Wir sind eben im Durchschnitt ungefähr 22 Jahre und es macht riesen Spaß, die Laune ist richtig gut, aber wir müssen uns natürlich noch finden, dass das Zusammenspiel natürlich besser wird. Für alle, die es interessiert, ihr könnt ja mal bei fußball.de oder so schauen. Und ja, so, was gibt es noch weiter zu erzählen? Wir öffnen hier unser nächstes Pack und Juninho ist drinne. Ein 5-Sterne-Skiller, wenn mich nicht gar alles täuscht. Den tun wir natürlich zum Verein. Und es ist ein Pack ohne Trikots. Das hatte ich ja auch noch nie. Nur Verträge, Fitnesskarten und Moral. Und den Modifikator. Ja, kommen wir nochmal zu den Neuerungen. Also bei FIFA Ultimate Team. Für alle, die es ja noch nicht gehört haben. Die ganzen Formationen sind ja weggefallen. Dafür sind die Chemistry Styles dazugekommen. Kurz zur Erläuterung von den Chemistry Styles. Ja, das sind Karten, die du auf die Spieler anwenden kannst, und jede verschiedene Chemistry Style Karte steigert den Wert eines der 6 Werte des Spielers. Da gibt es einmal die Karten, die zwei Teile der Karte, also entweder passend Dribbling, ihr wisst was ich meine, steigern, oder es gibt auch welche, die 3 steigern. Und ganz am Anfang jeder Spieler, wenn du dies in den Packs ziehst, hat eben den Chemistry Style Base. Das heißt, dass jedes der 6 Spezialisierungen wird dann um 1 angehoben. Ja, schwierig zu erklären. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Info-Video dazu und komme damit mit der Erklärung dann besser hin. Auf jeden Fall, ihr könnt sozusagen eure Spieler an euren eigenen Spielstil anpassen und somit könnt ihr natürlich auch dann etwas mehr Pace-lastig spielen, ihr könnt mehr auf die Triple-Stärke setzen,
Ihr könnt mehr drauf setzen auf Tiki-Taka, zum Beispiel, um das Passen zu erhöhen. Aber ihr könnt natürlich auch ein Defensivbollwerk machen oder erstellen, indem ihr einfach nur ja, die Defensiven und den Kopfball... Oh! Di Maria! Geil! Ich glaube, oh, der ist auch nichts mehr wert. Ich glaube, 10.000 oder so müsste der noch wert sein. Leider. Auf jeden Fall, ja, Chemistry Styles sind jetzt neu dazugekommen. Dann gibt es jetzt nicht mehr 9 Chemie, sondern 10 Chemie. Und die Manager können jetzt an die Liga angepasst werden. Also es gibt wieder eigentlich sinnlose Karten, sinnlose neue Karten. Wenn du einen Manager zum Beispiel hast, Joachim Löw zum Beispiel. Wenn du diesen hast, dann tust du den natürlich in eine deutsche Liga. Wäre dann, glaube ich, deutsche Liga 1. Und du kannst dann sozusagen die Liga wechseln, indem du eine bestimmte Karte ziehst, die dann zum Beispiel Premier League 1 heißt oder so. Also die sind dann, gibt seltene Karten oder eben nicht seltene Karten und ja, ist eben wieder, sind wieder sinnlose Karten neu dazugekommen, aber naja, wird schon ihren Zweck erfüllen, denke ich mal. Vielleicht kann man damit auch handeln, kann man ja mal probieren im Laufe der Zeit und ja, genau. So, und das sind wir ja dann fast am Ende schon wieder. Ich glaube, es müssen jetzt noch eins müssen wir noch ziehen und dann sind wir eigentlich schon durch. Ja, auf jeden Fall kommen wir zur Frage, um die ihr, ja, um die es heute geht. Es geht um einen Spieler, der, ja, meiner Meinung nach EA etwas zu weit gedowngraded hat. Und zwar ist die Frage, über welchen Spieler ärgere ich mich am meisten, der gedowngraded wurde. Also welcher Spieler ist derjenige, wo ich mich am meisten eigentlich mit drauf gefreut habe, aber leider ein richtig großes Downgrade gekriegt habe. Schreibt in die Kommentare, nicht vergessen abonnieren, ich bin raus, ciao, euer Ultimate Aussie.